Die Simpsons. Bam, 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 bam. Wait a minute. Falsches Intro. Oh, ja, stimmt. Denn heute dreht sich mal alles um Family Guy. Denn wir spielen heute zusammen Fight the Family Guy, wo es unser Ziel sein wird, alle 125 Family Guy Charakter zu finden. Das ist ganz schön viel. Aber Freunde, zusammen werden wir es schaffen. Pro Like werde ich einen Family Guy Charakter finden. Und dann würde ich sagen, Freunde, beginnt die Suche nach jedem einzelnen Charakter. Und ob wir es schaffen, alle 125 Stück zu finden, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Freunde, ich habe jetzt meinen eigenen TikTok-Account, Sentex TikTok, wo ich jeden Tag brandneue coole Roblox-Videos hochlade. Also folgt mir dort gerne, denn diese krassen Videos willst du auf keinen Fall verpassen. Und Freunde, wir befinden uns mal heute zusammen in Fight the Family Guy. Und in diesem Spiel müssen wir alle 125 Family Guy Charakter finden. Ihr seht das Ganze. Wir fangen an bei gewöhnlich. Es gibt seltene Charaktere. Es gibt epische, alles klar, bis hin zu mythischen und am Ende die legendären. Insgesamt gibt es 125 und wir haben gerade 0 Stück am Start. Oh, guck mal, sie hat 26 zum Beispiel gefunden. Und wir können uns hier in verschiedene Bereiche teleportieren, in Sumpfhaus, zum Spawn, alles klar. Ansonsten, können wir jetzt hier ein bisschen schneller rumrennen. Peter, alles gut bei dir? Wir können jetzt hier, okay, uns Hinweise geben für Robux, wo die Morphs sind, aber boah, war das laut, habe ich mich erschrocken. Der traurige Brian. Brian wurde gefangen genommen. Bitte like das Spiel, um mir zu entkommen helfen. Ja, Freunde, like das Video auf jeden Fall auch. Und dann, damit Brian nicht mehr traurig ist. Okay, das ist jetzt unser erster Morph hier gewesen. Let's go. Ansonsten haben wir hier noch, ist das auch ein Morph? Tada. Aha, die Stadtstatue. Okay, let's go. Wie viele haben denn die anderen? Und Alter, the real. Freunde, das ist der Entwickler vom Spiel. Holy. Das ist nicht übertrieben selten. Ja, wir sind einfach mit dem Entwickler von dem Spiel in der Lobby. Ja, cool. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das hat man auch nicht alle Tage. Vielleicht wird uns ja ein bisschen helfen. Oder uns das ein oder andere Secret zeigen. Und okay, ich würde sagen, wir machen Brian Grave. Alles klar. Wir fangen erstmal an in einem Haus hier. Let's go von Peter Griffin und seiner Familie. Familienmensch. Oh, mythisch sogar. Dann haben wir hier, tada, Lois am Start. Und, oh, warte mal. Oh, wir können aufs Piano klicken. Klicke zum Starten. Und okay, wir müssen jetzt hier, Piano spielen. Jojojo, alles klar. Jede einzelne Note muss jetzt hier, zack, gespielt werden. Alles klar. Und dann bekommen wir wahrscheinlich irgendeinen Morph freigeschaltet. 30 Stück, was? 7 hours later. Und da haben wir es geschafft. Und da haben wir sie wirklich. Was? Lois spielt Klavier. Ach, wunderbar, Lois. Applaus für Lois, Freunde. Unser erster legendärer Morph. Oh Gott, wer ist er denn? Das Klavierkind. Junge, der sieht ja, der sieht ja gut aus. Alles gut bei dir? Naja, ich würde sagen, Lois, hau rein, spiel weiter auf jeden Fall hier dein Klavierinstrument. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Mal schauen, ob wir hier, irgendwas, anklicken können. Okay, hier ist ein, Schalter. Und, wo ist mir denn jetzt angekommen? Alles klar, Leute. Kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Die Griffin-Familie, wie sie obdachlos ist. Alles klar, alles klar. Ansonsten, wir haben hier so ein Fernsehen oder sowas. Haben wir hier noch hinter einen Morph? Hier ist eine Schraube locker, Freunde. Fernsehen, sie haben eine Schraube locker, also wirklich. Ansonsten, was gibt es hier? Okay, ein bisschen, wer ist er denn? Octopus, Stevie. Stevie haben wir auch am Start. Und jetzt haben wir hier sogar noch eine Sicherheitstür. Und dort befindet sich, Big Brain Stevie. Großer Hirn, Stevie. Oh, Junge. Der hat ja ein Riesengehirn. Das schlauste Baby der ganzen Welt. Da gibt es hier noch jede Menge, Pflanzen. Die können wir auch anklicken. Und, Tomatoes und Potato. Aua, und Kakteen unten, durch die wir reinfallen können hier. Und Karotten haben wir. Haben wir auch am Start. Okay, jetzt müssen wir hier diesen leckeren Obi machen. Alter, was soll das überhaupt für ein Essen? Wir haben hier Tomaten, Kartoffeln. Können wir da rüber? Jawohl. Und, ich glaube, das wird ein super komischer Mix aus Obstsalat. Und, Peter der Bauer. Nicht schlecht, muss ich sagen. Haben wir hier noch eine Carrot oder so? Nee, ich glaube, das sollte der Morph gewesen sein. Peter, mach mir ein Karottenbrot. Alles klar, wir machen weiter hier. Nächste Etage. Obwohl, warte mal, haben wir unten jetzt hier jedes einzelne Zimmer uns angeschaut? Ja. Wie konnte ich das Wohnzimmer denn vergessen? Hey, Jack.
Vespis. Ich weiß nicht, ist das die Freundin von Brian? Das weiß ich nicht. Okay, ansonsten, Alter, wieso ist hier ein Spiegelei, verdammt nochmal? Oder ist es der Teppich oder ist hier ein riesengroßes Spiegelei zerplatzt? Das sieht aus wie ein Spiegelei, muss ich sagen. Okay, ansonsten Bücher. Ganz schnell weg hier. Dann haben wir, okay, noch ein Spiegelei. Ich glaube, das ist wirklich der Teppich. Haben wir hier, oh, hier könnte eigentlich ein cooler Morph sein, aber... Okay, hier ist ein Fernsehen. Kann ich hier... Oh, was anfliegt? Ein Purple steht hier. Also lila. Aha, interessant. Das wird uns doch bestimmt weiterhelfen. Oh, wir haben eine Küche oder sowas. Hallöchen. Ich möchte gerne bitte eine Pizza Margarita haben. Haben wir irgendwas? Wir haben einen... Oh, einen XXL-Keks am Start. Okay, hier können wir nicht durch. Hier können wir nicht durch. Hier ist... Ah, nee, wir müssen den richtigen Weg wählen. Ah, um das... Krümelmonster. Das Keksmonster, Freunde. Ich bin nicht das Krümelmonster. Da haben wir das Krümelmonster am Start. Dann können wir hier... Oh, das können wir so auch anklicken. Jo. Okay, wir haben hier eine Ente. Ja, guck mich nicht so böse an. Ich hab hier... Oh, nichts getan. Hallo und tschüss. Böses Keksmonster. Haben wir jetzt auch erfolgreich gefunden. Das bedeutet, zwei in einem in diesem Keks haben wir jetzt wirklich zwei gefunden. Okay, das ist krass. Das ist krass. Aber wir müssen natürlich auch hier jeden einzelnen Morph hier finden. Der Entwickler hat 71 gefunden und wir haben gerade 14. Okay, mal schauen, ob wir mehr schaffen werden, als der Entwickler zu finden vom Game. Ja, ja, das wird unser Ziel sein. Und hey, now, oh, ein 98 am Start. Boah, der ist auf jeden Fall krass am Start. Nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, sie hat 6. Sie ist auch noch gerade am Anfang. Ja, wie wir willkommen im Club. Oh, eine 1 plus, muss ich sagen. Das ist bestimmt mein Test. Jo, da hast du den Test geschrieben. Wer bist du denn? Cool, Hilfe, Mann. Okay, er gibt uns anscheinend Hilfe bei den Hausaufgaben. Weiter geht es hier ins nächste Zimmer. Ey, wen haben wir denn da? Stevie Griffin. Let's go. Ich glaube, er hat keine 1 geschrieben. Ich glaube, der geht ja nicht mal zur Schule, oder? Aber vielleicht ist er so hyperintelligent. Ich meine, wir haben ja schon diesen großen Gehirn-Stevie gefunden. Der sah schon mal nicht schlecht aus. Aber ansonsten gibt es hier nichts zu entdecken. Okay, hier gibt es nichts. Können wir hier irgendwie... oh! Yo! Golden Brian Griffin! Yo, verzieh dich, ich bin reich. Ich möchte goldene Knochen haben. Ja, alles klar. Sorry, Mann, dass du so reich bist. Aber wir können jetzt hier nach oben klettern, hier anscheinend ins Dachgeschoss. Und was gibt es hier zu entdecken? Ich glaube, er ist nicht so reich. Es ist Winnie Pooh. Oh ja, ansonsten, okay, wir haben hier so Spinnnetze am Start. Ansonsten gibt es hier, oh, wir können die Fernbedienung. Ah, welche Farbe hat der Fernseher unten? Purple. Nicht Purple. Purple. Zack, ich gebe die Antwort ein. Korrekt. Ja, und jetzt? Oh, hat sich irgendwas... Was? Peter, aufstehen. Wie schläft der da? Oh, wie schläft der da? Und, oh, das haben wir fast übersehen. Let's go. Ah, ein gelber Schlüssel. Und damit... Oh, was ist das jetzt? Cleverland. Ah, das ist so ein kleiner Store. Und damit haben wir jetzt hier diesen Laden erfolgreich geöffnet. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und 99 hat er gefunden. Schauen, Freunde, ob er nach 100 wird. Hier haben wir auch noch ein kleines Zimmer. Okay, mit so Magazin und sowas, mit ein paar Heften. Können wir irgendein Buch anklippen? Hey! Mac! Ja, ich habe ihn doch bis jetzt noch gar nicht gefunden hier von der ganzen Familie. Aber ich glaube ansonsten... Aha, hier gibt es noch eine kleine Toilette. Ist irgendwer hier im Mülleimer drin oder sowas? Versteckt euch nicht. Hallo, ist da wer? Echo? Nee, Toilettenpapier? Yo, wir konnten... Ah, die Spültaste... Oh, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Die Spültaste konnten wir drücken. Igitt. Was ist das denn? Das ist bestimmt nur Apfelsaft, der da drin ist. Let's go. Jetzt ist... Oh. Jetzt ist mir hier eine Toiletten... Oh, wie mache ich? Junge, ist das schwer. Das wird hart. Das wird... Nein, es bewegt ja weiter. Das bewegt ja hier die ganze Zeit. Boah, weiter. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn schaffen? Okay, bevor wir den Obby jetzt machen, lass uns mal hier ein bisschen drumherum schauen. Vielleicht müssen wir ja gar nicht den Obby machen oder sowas. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Charakter. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Oh, doch hier. Hier unten. Ha, warte mal. Was isst du da gerade? Toilet Stevie? Alles klar, ja, lass es dir schmecken. Guten Appetit. Ah, Freunde, es gibt einen Doppelsprung. Jo, hätte mir das mal vorher irgendwer gesagt. Dann wäre das ja hier... Easy peasy. Die sprechende Toilette. Bla 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 bla. Alles klar, wir haben eine sprechende Toilette am Start. Aber, Freunde, bevor wir jetzt hier zurückgehen. Aha, ich wusste es. Hier gibt es doch locker noch irgendwas. Und ey, ich habe mich wieder zurückgesetzt. Ich, ja.
bin ich der Schlauste. Ab geht es nach unten hinter die Toilette. Und hier haben wir Chris, der hier einfach seinen Fuß in die Toilette steckt. Jo, warum nicht, Chris? Und moin, hallo, ich war gerade in der Toilette drin. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier raus. Das bedeutet, das war jetzt hier das ganze Haus. Und wo ist jetzt der schlafende Peter? Peter, du musst zur Arbeit aufstehen. Legendär, der schlafende Peter Griffin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist hier. Oh, hä? Harry Potter. Ich bin es, Potter. Der schläft hier einfach unter den Treppen, Freunde. Wie im Film. Okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Mal können wir hier ein bisschen, hier ein bisschen Musik aufmachen. Nee, anscheinend nicht. Und der Ersteller ist aus dem Server rausgegangen. Schade, schade. Aber, was ist das hier? Okay. Hier können wir uns einen Hinweis abholen. Da würde ich sagen, komm, lass uns mal hier ein bisschen um das Haus von der Familie Griffin hier umschauen. Vielleicht ist hier irgendwas im Busch. Und ja, da ist da was im Busch. Chris hier am Handy. Oh, der zockt ein bisschen Subway Surf. Oder so ein bisschen Candy Crush. Ist ein bisschen am Spielen. Okay, oh, wir können. Was anklicken? Was? Oh, bekommen wir einen Geist. Was ist das hier für ein Geist, Freunde? Das ist der Geist. Es ist der Sägegeist. Oh, episch. Okay. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall einige krasse Morphs am Start. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ansonsten bisher nichts. Aber wir können hier einmal nach oben und. Peter, bist du aufgestanden? Peter Griffin, den Originalen. Wie wir ihn alle kennen und lieben. Oder vielleicht auch nicht lieben. Aber, oh, es gibt hier sogar ein Obby am Spawn. Okay, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal probieren, hier dieses Obby zu machen. Das Ding ist, wo fängt der ganze Spaß überhaupt hier an? So, wir müssen erstmal hier, okay, im Schulbus ist doch locker auch irgend... Oh, der Busfahrer, der sieht ja super gelaunt aus. Ist hier noch irgendwie... Ey, ein Schulkind. Oh, er wurde einfach... er wurde einfach im Schulbus verlassen. Der Busfahrer, da sitzt doch ein Kind hinten. Hat der Pech gehabt. Ja, alles klar, ist nicht mein Problem. Wir gehen mal hier ganz, ganz schnell weiter. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar am Start. Zack, das Fahrradkind hier. Okay, ich glaube, hier können wir uns noch einen Hinweis abholen oder so. Ab geht's in die Bar. Hallöchen, schönen guten Tag. Ah, ein Teddybär, Rupert. Jo, hier chillt einfach ein Teddybär sein Leben. Ein ganz normaler Tag halt. Dann haben wir hier Hieronymus. Geronimo. Wir können uns ein bisschen irgendwas gönnen. 7-Up Cola, Oreo, Mountain Dew, Pepsi, Cookies, Twix, Cheetos. Ich hätte gerne einmal alles, aber... Okay, anscheinend bekommen wir hier nichts raus. Ich glaube, hier auch nicht. Hä? Wer ist denn da oben? Hallo? Haben wir da einen kleinen Stalker oder was? Und was? Legendär? Als ob das jetzt ein legendärer Morph war. Holy Dark, der Pfadfinder oder sowas. Er kann mich nicht sehen. Okay, und... Oh, was... Hä? Morph? Hier ist ein Chicken? Ernie? Ernie, das Riesenhut. Ein weiterer legendärer Move. Einfach irgend so ein Chicken. Oh, ein Chicken? Was ist das hier? Du hast gefunden. Ah, eine Schatztruhe. 1 von 4. Das bedeutet, es gibt 3 weitere Schatztruhen auf der ganzen Map verteilt. Interessant. Ernie? Weißt du vielleicht, wo denn die nächsten Schatztruhen sind? Bock, bock. Alles klar. Ich glaube, der ist uns auf jeden Fall auch keine große Hilfe hier. Tschüss, Rupert. Ich gehe da mal wieder aus der Bar raus. Aber, Freunde, wir gehen aus der Bar raus und gehen jetzt auf die Bar drauf. Okay. Hier gibt es ein Obby. Das ist doch schon mal sehr, sehr praktisch. Ich glaube, von hier oben erstmal haben wir hier... Oh, Jason. Von dem verabschieden wir uns mal ganz schnell. Können wir hier noch... irgendwas einsammeln. Hidden Brian Griffin. Okay, jetzt nur der Hund quasi. Brian, du Schwein. So, dann würde ich sagen, zack. Okay, jetzt müssen wir den Obby hier machen. Jetzt müssen wir probieren. Okay, wir sind mal ein bisschen langsamer. Ich glaube... So geht das Ganze hier ein bisschen... Oh, einfacher. Kubaner markieren. Kubaner markieren, alles klar, Freunde. Ich muss sagen, ich habe Family Guy nie richtig geschaut. Also ich muss sagen, ich kenne die Charakter gar nicht. Außer natürlich hier so Peter und... Peter halt, ne? Peter Griffin, den kennen wir natürlich alle. James ist Simon. Okay. Interessant. Ja, ich glaube... Nein! Hä? Wieso hat mein Doppelsprung nicht funktioniert? Ab geht es, Freunde. Ha, das Game erinnert mich auch wirklich an Fight the Simpsons. Sowas gab es ja auch. Michael Douglas, alles klar. Wo man jeden einzelnen Simpsons-Charakter in Springfield finden musste. Aber das Ganze ist jetzt anscheinend jetzt hier mit den Family Guy-Charakter. Charakter, so. Interessant. Oh, Katharina die Große. Bringt mir bitte sofort das Abendbuffet. Ich habe Hunger. Hopp, hopp. Alles klar, Katharina. Jo, das Abendbuffet kommt jetzt sofort. Oh, jetzt dürfen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht auf das Rote, Freunde. Vor allem, ich will jetzt einen Fehler machen. Wir müssen alles von vorne machen. Aber let's go, Alexander Hamilton. Yeah, nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Wo müssen wir als nächstes? Alter, der Obby geht hier noch ultra weit. Aber wir finden
Stück für Stück immer mehr Charakter. Und ich glaube, am Ende würde es dann den legendären geben. Also ich hoffe, es gibt irgendwas Legendäres. Davor haben wir noch Carter Zimtschmidt. Ah, Carter Zimtschnecke. Oh nein. Links, rechts, rechts. Okay, okay. Grün. Ja, und jetzt ist gelb. Komm schon. Jawohl. Oh mein Gott, okay. Fancy Peter Griffin. Oh, er hat sich schick gemacht, muss ich sagen. Nicht schlecht, Peter, nicht schlecht. Aber jetzt geht es ab. Let's go nach oben. Die Rainbow-Treppe hier komplett nach oben. Okay, jetzt natürlich hier aufpassen, dass wir jetzt hier nicht runterfallen. Und, oh, Brian geht hier Gassi mit Stevie. Mhm, interessant, interessant. Und dann geht es jetzt hier, oh, hoppa, hoppa, zack, jetzt hier nach oben. Da sind wir oben angekommen. Superman, den legendären Morph haben wir gefunden. Wie viele legendäre Skins haben wir eigentlich bis jetzt? Okay, wir haben hier Super Brian 1. Okay, den schlafende Peter 2, 3, 4. Okay, 4 Stück. 5, 6, 7 Stück am Start. Okay, nicht schlecht. Und jetzt haben wir einfach Superman. Ich bin auch Superman. Ab geht es. Wuhu. Okay, ich hab's mir ein bisschen cooler vorgestellt. Aber das sind wir jetzt unten angekommen. Gibt's hier vielleicht unterm Bus irgendwer? Hallo, Leute? Naja, anscheinend nicht. Aber wir haben uns ja jetzt hier diesen Laden freigeschaltet mit diesem Schlüssel. Für den gelben Schlüssel. Genau, genau, den haben wir gefunden. Ansonsten gibt es hier lecker Burnen. 2 Burnens für den Preis von 3 Burnen. Dann haben wir hier ganz viele Vitamines am Start. Hallo, Vitamine, was geht ab? Bananas haben wir hier. Dann haben wir hier, wer ist er? Olli Williams. Okay, okay. Oh, der Apfel lächelt mich doch an. Ich wusste das. Das war irgendwas anklicken muss. Und wen haben wir hier? Wer ist er? Jack. Okay, Jack Wright. Okay, können wir hier ein bisschen, ich will noch ein bisschen trainieren. Ich meine, wenn wir schon einmal hier sind, ich glaube, die Handeln sind ein bisschen zu groß für uns. Ich glaube, hier geht nichts mehr mit Training. Aber, okay, zack. Ansonsten, wer ist denn hier? Hier haben wir Dr. Sissy. Wahrscheinlich irgendein Doktor. Warte mal, ist das der gleiche Apfel gewesen? Oder ist das ein anderer gewesen? Nee, ist der... Okay, es ist der gleiche. Alles klar, sorry, ich bin da wieder. Tschüss, ich bin wieder weg. Oh, 45 hat er. Okay, wir haben 48 bis jetzt gefunden. Und natürlich den Kassierer, Cleveland Brown. Zack, haben wir auch ansonsten. Okay, ich hoffe, ansonsten war es hier mit dem Laden. Aber wir können mal probieren, natürlich hier wieder auf den Laden drauf zu gehen. Weil hier haben wir meistens auch... Aha, irgendwelche Morphs. Ich sehe doch schon wen. Hey, Lady. Sie müssen sich nicht vor mir verstecken. Ida Davis. Okay, okay. Ansonsten, okay, ich glaube, das sollte gewesen sein. Ich glaube, das war's jetzt hiermit. Und hier unten ist noch eine Schatztruhe. Ey, wie konnte ich die übersehen? 2 von 4. Ich bin mal gespannt, was wird passieren, wenn wir jetzt alle 4 von 4 Schatztruhe erfolgreich gefunden haben. Okay, wir machen weiter mit dem Nachbarshaus von den Griffins. Okay, was haben wir hier? Alles klar, dann können wir hier irgendwas öffnen oder sowas. Irgendeine Schublade. Nee, aber oh, das ist ein Buch. Das leuchtet mir ein bisschen. Oh, zu sehr. Peter Griffin verletzt. Legendär. Als ob. Peter, jo, ich wünsche dir das Beste. Tschüss. Ich kann dir leider nicht helfen, Kollege. Ich muss hier weiter. Alle Charakter finden. Zum Beispiel ihn hier. Joe Swanson. Oder Swanson. Haben wir auch hier am Start. In den Lagerfeuer. Können wir irgendwas anklicken? Klick, 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 klick. Nee, aber. Ah, da haben wir den nächsten Schlüssel. Und der öffnet. Die Police Station hier. Interessant. Da können wir dann also als nächstes rein. Bis jetzt sind wir sehr, sehr gut dabei. Ihr seht, wie viele Skins wir mittlerweile hier schon am Start haben und gefunden haben. Aber da fehlen auf jeden Fall noch einige. Wir haben 52, okay, ja, fast die Hälfte, würde ich sagen. Hier sind aber auch noch ein paar. Kevin Swanson, okay, okay, okay. Ja, ja, gönnt euch euer Buffet. Kann ich hier irgendwas anklicken? Anscheinend, nicht, okay. Oh, der Fernsehen wechselt seine Farbe. Interessant, aber ich glaube, das bringt nichts. Dann geht es mal hier ab in die 2. Etage. Oh, Bobby Briggs. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber auch dir, Kollege, wünsche ich das Beste. Dann haben wir, Max, der Hund. Er versteckt sich hier. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendein Secret? Ah, ne, okay, das ist der Kamin quasi, in dem man reingehen kann. Dann gibt es hier noch, hallo, kann ich einmal hier durch? Da, ne, da hinten ist auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich aus dem Haus rausgehen? Yo, Sonic, ha, was geht ab? Was macht, was hat er getan? Hat er irgendwas angeklickt oder sowas? Oder hat er das Buch von hier angeklickt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Naja, dann gehen wir aufs Haus raus. Hey, Sonic, na, da sieht man sich wieder. Al Harrington ist auf dem Haus hier am Start. Okay, ansonsten ist hier weit und breit. Oh, eine Kiste. Die nächste. Okay, 3 von 4. 3 von 4 Schatztruhen haben wir mittlerweile am Start. Das bedeutet, eine einzige fehlt uns noch. Ja,
Denn hier Trampoline Joe Swanson, ha, der beugt hier ein bisschen auf dem Trampolin rum. Ja, entspannt, entspannt. Oh, wir haben sogar ein komplettes Filmset hier. Nicht schlecht. Klopf, klopf. Ist hier irgendwer drinnen in den Autos? Anscheinend nicht. Aber hier, okay. Wir haben hier. Oh, wir können auf die Fernbedienung klicken. Aha, aha, aha. Hallöchen. Hallöchen, ich bin der Centex, ne? Abonniert mich alle. Hallo, hallo. Wir crashen. Ha, die Show. Reporterin Diane. Breaking News. Verrückter YouTuber crasht unsere Live-Show. Er muss ins Gefängnis. Ah, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, schnell, ich versteck mich hier bei ihm. Beim neuen Brian. Jetzt aber, oh, schnell. Ha, nichts wie weg hier. Okay, können wir die zwei, die TV-Reporter können wir auch hier einsammeln. Okay, nicht schlecht. Oh, wir haben hier sogar einen Greenscreen, Freunde. Das bedeutet, wir können überall sein, wo wir wollen. Am Strand vielleicht. Ach, hier ist es entspannt. Oder, oh, auf eine Achterbahn. Wow, es geht richtig ab. Oder, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ey, ich will weg hier. Ein roter Teppich. Extra für mich. Daran könnte ich mich... Oh, gewöhnen. Und ich glaube, da ist mir vom Teppich runtergefallen. Warte, ich helfe dir. Falle de Lois. Okay, der nächste mythische Skin hier. Und ansonsten beim Spawn auch irgendwas. Könnte in den Bäumen... Okay, nee, in den Bäumen kann nichts sein, glaube ich. Neben dem TV-Studio. Was geht denn hier ab? Yo, wer ist denn hier? Stevie Griffin in Gold hier. Alles klar, das reichste Baby der Welt. Bring mir meine Schokobons. Ja, ja, ist in Ordnung, Greavy. Greavy Stevie. Oh, 5 Leute hat er gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir werden es schon ein bisschen besser machen. Wir haben eine Schaufel. Was? Wir haben ihn ausgegraben. Hatze, der war einfach unter der Erde. Alles klar, das ist klar. Wieso nicht, ey? Wir haben ihn einfach ausgebuddelt. Das ist nämlich hier die Preschool, also quasi die Vorschule hier. Mhm, mhm. 2 plus 2 gleich 4, 8 mal 3 sind 24, 8 plus 9 gleich 12. Jo, stimmt soweit. Wer ist er? Sitzender Dirk. Aha, aha. Haben wir hier... Oh, hinten ist noch ein Stift. Wie lautet die Testantwort? Wir können A? Nee, falsch. Wie die Testantwort? 2 plus 2 gleich 4, also irgendwie... Macht das Ganze für mich nicht so Sinn oder sowas. Vor allem, wir haben auch nichts zum Lösen. Hey, Miss Emily, wissen Sie? Vielleicht wird das Ganze... 1260 ist die Antwort. 1260. Okay, dann würde ich sagen, wir geben das Ganze ein. 1000... Oh, nee. Nicht so. 1260. Und... Correct. The answer is correct. Und jetzt... Brian, der Intellektuelle, mein legendärer Morph. Hundeknochen ist die Lösung für alle Probleme auf der Welt. Sehr weise Worte von dir, Brian. Das war's jetzt aber hier mit der Vorschule. Hey, Sonic, na? Da sieht man sich wieder. Alter, wir haben ihn überholt. Wir haben 66 am Start. Und da haben wir, es ist Kamel. Glück, alles klar. Stevie und Brian auf einem Kamel am Chillen. Ja, wieso nicht? Ansonsten gibt es hier nichts weiteres zu entdecken. Alles klar. Aber da oben auf dem Dach habe ich auch schon was gesehen. Hey, alte Dame, Betty Weiss, wie sind Sie denn hier hochgekommen? Geh runter, kleiner Mann, geh runter. Ja, ist in Ordnung, ich gehe runter von ihrem Dach. Ey, ihr kennt mich aber auch, Freunde, Glenna Sumpf. Sumpf? Heißt der Sumpf? Aber ihr kennt mich auf jeden Fall auch hier. Let's go. Oh nein, wer ist er denn? Jonathan Herbert. Hast du mein Gebiss gesehen? Nein, dein Gebiss, sorry, alter Opa. Dein Gebiss habe ich leider nicht gesehen. Aber ich sag dir Bescheid. Oh, hier ist eine Flasche, nee. Wenn ich es gefunden habe. Die Mona Lisa, können wir hier was anklicken, ne? Ha, hier wohnt zwar mir, The Rock noch am Start. Alles klar, alles klar. Und hier, Kristallkiesel? Alter, stell dir mal vor, Freunde, eure Eltern geben euch den Namen Kristallkiesel. Ja, wie heißt du? Ich heiße Tom. Wie heißt du? Ich heiße Laura. Wie heißt du? Ich heiße Kristallkiesel. Dann gehen wir mal hier in die nächste Etage. Ah, direkt ins Dach geschossen. Und hier haben wir Roman. Ah, den römischen Steve hier am Start. Warte mal, wer ist er? Ah, er gibt uns hier Tipps oder irgendwie sowas anscheinend. Interessant. Oh, let's go. Wir haben den nächsten Schlüssel. Und, oh, er öffnet das Ninja-Gebäude. Interessant. Ein Ninja-Gebäude gibt es auch. Das müssen wir uns natürlich auch sofort anschauen. Ansonsten gibt es hier was? Ich glaube nicht. Vor lauter Suche habe ich aber Hunger bekommen. Und deswegen gehen wir jetzt hier in Mac Burger Town. Und suchen uns mal vielleicht einen frischen, leckeren Burger raus. Alter, die Tische sind ein bisschen zu groß. Oder bin ich einfach zu klein? Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier, Alter, was ist das für Besteck? So ein Poseidon. Gabel, ein Löffel, ein Messer. Alles klar, so wortwörtlich ein Messer. Und hier haben wir... Oh, der Burger sieht aber eigentlich ganz lecker aus. Oh, und hier... Oh, haben wir ein Schwert? Okay, wir müssen einen Obby anscheinend hier machen. Ganz, ganz... Oh, Vorsicht. Okay, wir rennen einfach durch. Einfach durch. Alter. Okay, einfach durchrennen. Hat anscheinend nicht so gut geklappt. Oh, ja, ja, jawohl. Hier ist der Werder gekommen.
Captain Stevie. Ei, ei, Captain Stevie. Sehr, sehr gut. Legendärer Morph sogar, den wir hier freigeschaltet haben. Haben wir ansonsten hinter der Kasse noch irgendwas hier unten? Nee, aber wir haben hier, ach, Peter. Alles klar. Der Mitarbeiter des Monats, Peter Griffin. Hier bei den Burgern ist auch nichts. Oh, das sieht mir aber ein bisschen sass aus hier. Nee, okay, es leuchtet einfach nur. Auf dem Burgerland drauf ist die Burgerstadt. Legendär sogar. Okay, krass, als ob das legendär war. Dann springen wir mal weiter und betreten die Police Station. Die haben wir geöffnet mit einem Schlüssel, den wir gefunden haben. Okay, hier haben wir die Empfangsdame und oh, ein roter Knopf. Selbstzerstörung aktiviert. Oh, irgendwie passiert aber nichts, wenn wir das Ganze drücken. Vielleicht hat es hier irgendetwas geöffnet oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Gibt es einen Mülleimer, der irgendwie doppelt so groß ist? wie? Alter, ich kann mich ja selber in den Müll schmeißen, wenn ich wollen würde. Aber, oh, Hallöchen, na, wie haben wir Steve, der Gefangene. Ansonsten haben wir hier, den Polizisten, Freunde. Officer Joe Swenson am Start. Dann gehen wir mal hier ab nach oben, hier bei der Police Station. Und ich glaube, hier oben habe ich schon genau den Grinch gesehen. Der Grinch, was auch immer er hier in Family Guy macht. Und da oben, warte mal, was ist das hier Ganze? Ein Hund, oh, alles klar, der Hund vom Sensemann hier. Braves Hündchen. Und hier oben auf dem Dach haben wir sogar noch einen weiteren Charakter. Wer ist das denn hier? Irgendein, oh, ein Bankräuber ist das. Okay, okay. Ah, er ist aus der Police Station hier anscheinend ausgebrochen. Okay, weiter geht es hier mit dem Friedhof. Hier wäre es mal hier Geist Peter Griffin. Rest in Peace an dich und warte mal, Minecraft-Zombies? Also, ich weiß nicht, ob Minecraft-Zombies in Family Guy drin vorkommen, aber irgendwie... Oh, die letzte Schatztruhe, 4 von 4. Und jetzt? Oh, okay, was passiert jetzt? Was? Und hier ist er gespawnt. Ein Skin hier, okay, Peter Griffin als Pirat ist anscheinend gespawnt. In der Mitte im Brunnen. Und hier außerhalb haben wir... Oh, nee, wir müssen runterspringen, ich glaube... Oh, nein! Pfotenklappen-Pad. Aber ich glaube, das ist ganz praktisch, weil hier ist er jetzt, Freunde, genau. Der legendäre Skin. Der muss legendär sein. Piraten-Peter. Arr, alle mal an Bord. Was ist das hier für ein riesengroßes rotes Gebäude? Ah, es ist so eine Art Atomkraftwerk oder sowas. Können wir hier rein? Oder hier ab? Ah, nach oben. Hier ist doch was. Zack, ein Schraubenzieher. Und, oh nein, links oder rechts? Es ist links. Nein! Okay, dann ist rechts. Jetzt ist wieder rechts und... Na, super, alles klar. Rechts, links, rechts, rechts. Nein, vielleicht ist es immer abwechselnd. Rechts, links, ja, okay, Freunde, es ist immer anscheinend hier zickzack, zickzack, anscheinend doch nicht. Jetzt ist blau, jetzt ist rot, nochmal rot, nein, blau und nochmal blau, komm schon, jawohl, Chat-Ingenieur. Und jetzt nichts wie raus hier. So, dann zoomen wir mal hier weiter. Hier hinten könnte auch was sein. Ist auch ein cooles Versteck. Aber anscheinend sieht das Ganze nicht so aus. Dann lass es mal hier weitermachen. Hier gibt es ja auch einen weiteren Obby. Vielleicht hier hinter. Nee. Da oben sehe ich doch aber wen. Nämlich einen Bauarbeiter. Oh, es geht hier sogar weiter in den Bereich. Okay, wie kommen wir hier rein? Gibt es irgendwie so ein Secret oder so? Ah, ich schätze, von außen kann man da rein. Okay, dann würde ich sagen, Rakete. Ah, hier werden so Spielzeuge produziert. Das ist so eine kleine Fabrik. Und Nate Levin. Sehr, sehr gut. Der nächste Charakter. 87 Stück. Oh, nee, 88. Haben wir jetzt mittlerweile schon am Start. Hier haben wir auch noch wen. Ich glaube, das ist der Chef oder sowas. Jonathan Wett. Genau hier draußen können wir jetzt hier den großen Vogel uns schnappen. Und oh nein, Rakete zündet. 3, 2, 1 und... Achso, das ist gar keine Rakete hier. Ich dachte, oh, sorry. Ich dachte, das wäre hier eine Rakete. Aber, da oben ist, warte mal, Stevie, was machst du da bitte oben hier? Kommt da sofort runter. Stevie Griffin spielt, mit seinem Spielzeugauto in einem Atomkraftwerk. Das ist doch hier der allerbeste Ort hier. Genau, Happy Go Lucky Toys, also quasi glückliche Spielzeuge. Warte mal, ist das noch eine Schatztruhe? Ah, nee, okay, das ist so eine Spielzeugtruhe. Und hier, haben wir Beartram. Nicht Batman, sondern Beartram. Hier gibt es noch einen weiteren Obby hier. Oh, auf den Laster. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Aber wir können hier weiterspringen. Oh nein, Peter. Peter, kämpft gegen diese Ente da. Und er kriegt richtig, jo, eine auf die Rübe. Los, Ente, mach ihn fertig. Oh nein. Der arme, Peter, da unten ist noch wer, Freunde. Zack. Oh, Spionage Lois. Ansonsten, zack, können wir noch auf das Dach hier geben. Oh, da hinten ist der. Nein, ist er so eingesperrt oder so, ist der Sensenmann? Oder können wir ihn jetzt direkt abholen? Was? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich wusste es. Irgendwas
war hier sehr, sehr komisch. Da haben wir aber, oh nein, den traurigen Stevie. Und nichts wie raus hier und da sind wir beim Sensenmann angekommen. Ah, gerade eben haben wir den Hund vom Sensenmann gefunden und jetzt den originalen Sensenmann. Hey, auseinander! Hört auf euch zu streiten, Sumo-Kämpfer! Oh mein Gott, was? Du musst erstmal eine Waffe bekommen, um diesen Bereich freizuschalten. Okay, wo können wir jetzt aber diese Waffe snacken? Hallöchen, kann ich einmal bitte reingehen in euren Ninja-Turm? Vielen Dank. Bruce Lee, yeah. Bruce Lee, hier sind auch hier ein paar Waffen am Start. Können wir hier, irgendwas dem Mann, Nunchucks haben wir gefunden. Damit haben wir jetzt hier diesen, Secret-Bereich freigeschaltet. Lass uns aber erstmal hier ein bisschen, umschauen. Hier haben wir Ninja Peter. Peter als Ninja, okay. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das einmal zu sehen bekomme. Hier oben haben wir den Sensei, der Profi, der Boss hier, der ganzen Ninjas. Was ist das hier? So eine kleine Katze. So ein Katzenbild. Und jetzt können wir den Bereich betreten und das passt hier super gut. Los, die Bedrohung. Ein legendärer Morph und das ist jetzt hier unser 100. Morph gewesen. Oh mein Gott, das bedeutet noch 25 fehlen und so. Okay, die müssen wir jetzt in einem Speedrun machen. Okay, hier oben haben wir den ersten Dojo-Pet. Dojo-Peter meine ich. Und hier haben wir noch einen riesengroßen Spielplatz. Hier ist ein Schlüssel. Ein lilaner Schlüssel. Und damit öffnen wir die Schließfächer oder sowas. Das orange, das Schließfach. Was verbirgt sich da nur? Auf der Schule drauf haben wir Stevie, wie er am Radfahren ist. Hier haben wir noch einen Basketballplatz. Bo Stoner Celticer. Alte Frau oder alter Mann? Ich glaube, sie haben sich ein bisschen verlaufen. John Herbert. Ich suche mein Gebiss. Hier auf der Schule, zack, haben wir noch Mac Griffin. Und auf dem Rainbow, Bob. Hey Bob, na? Dann lass uns aber mal in die Highschool gehen und mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Okay, ein Schließfach. Oh, es gibt ein Labyrinth. Okay. Und wir müssen jetzt hier bis ans Ende kommen von diesem Labyrinth. ist das Ende hier? Timer der Cheese, der Käse. Okay, finished. Okay, das bedeutet, das ist das Ende. Ich wusste, dass es hier noch was gibt. Heiliger Brian. So, was haben wir denn sonst noch in diesen Schließfächern drin? Okay, hier ist nichts drin. Wir können nur die farbigen öffnen. Und verlorener Peter war auch noch im Labyrinth. Dann haben wir als nächstes hier den Schulleiter John Shepard. Und wieder Peter Griffin als Koch hier, der hier das leckere Essen kocht. Und hier ist das orangene Fach, was geöffnet wurde. Und Mr. Smiths Passwort 5665694. Okay. Mal schauen, was wir damit anfangen können. Maria Lam haben wir am Start. Yeah! Rock'n'Roll, die Affen. Ha, hier haben wir noch eine kleine Band. Hinter der Band natürlich der goldene Peter Griffin. Schwingt euer Tanzbein, Kinder. Hier haben wir noch ein pinkes. Ja, noch langsamer kannst du dich nicht öffnen. Und hier haben wir die Bibliothek. Und Marcy Miller, die Bibliothekarin. Und wer versteckt dahinter? Jake Tucker. Und, ist das hier Mr. Smith? Nee, okay, das ist der Trainer quasi. Und jetzt können wir, glaube ich, hier auf dem Laptop das Passwort eingeben. Hätte ich es nicht vergessen. So, jetzt haben wir es eingegeben. Wie reicht das Ganze ein? Die Antwort ist korrekt. Da haben wir den Hacker, Brian. Ich habe mich einfach in seinen Laptop reingehackt. Hier draußen gibt es noch einen Fußballplatz mit Fußballspieler Chris Griffin. Los, Griffin, mach ein Tor. Bei den Raketen versteckt sich auch wer? Elmar, der Wissenschaftler. Und Peter, der Astronaut. Jo, mit seinem Cowboy-Hut ist er am Start. Fünf Stück fehlen uns noch. Und da haben wir Zardan, den Astronauten. Komm schon. Die letzten vier da drüben ist der nächste. Ein Alien. Alien von, ja, es ist halt einfach ein Alien. Und jetzt müssen wir hier doch anscheinend hier ein Obby bewältigen. Okay, das werden wir doch auch wohl hier ohne große Probleme hinbekommen. Und da oben haben wir, wer ist er denn hier? Einen Stern haben wir. Drei Stück noch. Uns fehlen nur noch zwei Stück und zwei Legendäre. Und ich würde sagen, die werden wir jetzt hier suchen. Zack, let's go. Wir gehen mal Robux aus. Jetzt wird der Weg uns quasi angezeigt. Wo haben wir die wohl übersehen, frage ich mich. Anscheinend hier oben auf der Highschool. Der Pfeil zeigt genau in die Richtung. Gibt es hier irgendein Secret oder so? Tatsächlich, was wird mir das denn finden sollen? George Townsend. Okay, der nächste legendäre Skin. Einer noch. Und zählt doch ein Stück, komm schon. Anscheinend im Haus der Griffins, wo wir ganz am Anfang waren, gibt es vielleicht auch hier irgendein Secret, okay? Es muss irgendwie in einem anderen Raum sein. So, hier haben wir die Toilette am Start. Wir müssen nochmal abspülen. Haben wir da noch was übersehen? Als ob es da noch einen Skin gibt. Der Pfeil zeigt jetzt hier nach unten. Jo, jetzt sind wir hier und jetzt. Müssen wir da in die Mitte reinspringen?
Was? Hier in der Mitte gibt es auch den letzten Skin. Oh Gott, okay, der ist ja schrecklich. Toilettenschlamm. Aber Freunde, komm schon. 125. Und dann 25 von 125 Family Guy Charakter haben wir erfolgreich gefunden. Oh mein Gott, ey. Das bedeutet, das waren jetzt wirklich alle Verstecke. Ihr seht es. Wir haben jetzt wirklich jedes einzelne Versteck gefunden. Also Freunde, wenn ihr sie natürlich auch suchen wollt, dann schaut euch gerne das Video an. Das waren jetzt wirklich alle Verstecke von allen möglichen Charakteren. Davon erstmal einen fetten Daumen nach oben da. Wir haben jetzt wirklich alle gefunden. Von den gewöhnlichen Skins bis hin zu den legendären. Das war wirklich super krass. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.